Habe ich gedacht, das Günstigste für mich wäre, ich versuche mit dem, was sowieso in euren Köpfen ist, daran anknüpfend Unordnung da reinzubringen, um dann eine andere Ordnung vorzuschlagen. Sodass ich immerzu über Sachen spreche, die ihr sowieso alle wisst und die dann in einen anderen Kontext bringe. Mal sehen, ob das funktioniert, weil Sie ja versuchen wollen, eine Übersetzung von der wissenschaftlichen Sprache in die Alltagssprache in Ihrem Konzeptwerk durchzuführen. Das ist, steckt noch in den Anfängen, dass es ein Vorschlag ist, so zu machen. Ich habe gerade vorgestern eine längere Arbeit beendet um Liebe in den Jahrtausenden. Eine furchtbar knechtische Arbeit. Also die Frage, was die Menschen umtreibt und was sie mit der Liebe machen oder was die Liebe mit ihnen macht. Und dabei stieß ich auf so einen ganz lakonischen Satz von Alexandra Kollontai. Kennt die jemand nicht? Alexandra Kollontai war beteiligt an der Russischen Revolution. Als eine der einzigen Frauen ist bekannt geworden durch Für die Frauen mit einigen ihrer Schriften, wo ich aber einiges dazu sage und das jetzt nicht vorwegnehme. Sie hatte ziemlich aufrührerische Ideen, weswegen sie recht bald aus dem leninschen Kontext verschoben wurde als Botschafterin in Finnland, in Schweden und so weiter, wie man das macht. Also, sie schrieb folgenden lakonischen Satz: Die Liebe ist selten, sie braucht Muße, aber der heutige Mensch hat keine Zeit zum Lieben. Das ist ein ganz merkwürdiger Satz, weil Kollontai ist für Frauen im Aufbruch ganz wichtig, weil sie als Teilnehmende an der Russischen Revolution sich dem Projekt verschrieben hat, die Frauen, das jetzt wörtlich, aus dem Liebesgefängnis zu befreien, damit sie frei werden wie der Wind und einsam wie das Steppengras. Das hört sich nicht ganz nur schön an, aber immerhin, man merkt, dass da ziemlich viel Freiheit drin ist. Aber es hört sich vor allen Dingen zunächst widersprüchlich an, Freiheit als raus aus der Liebe und als Ziel Zeit für die Liebe. Das passt ja irgendwie gar nicht zusammen. Ich besichtige also diesen Widerspruch näher, dann finden wir uns schon im Thema der Vorlesungsreihe, nämlich Zeit, Wohlstand. Das ist ja selbst ein ganz vieldeutiger Begriff, den man doch noch mehr ansehen sollte, als Lena damit schon angefangen hat. Ist die Idee, was macht man dann damit, wenn man so einen Begriff ansieht, man versucht ihn mit dem Gegenteil zu konfrontieren, mal sehen, was dann dabei rauskommt. Was bedeutet es also, wir leben zurzeit in einem Zeitnotstand oder in Zeitarmut oder wir hätten gar keine Zeit? Oder meint er, man soll nach mehr freier Zeit streben oder man soll aufhören, wie Lena das gesagt hat, Wohlstand am finanziellen Reichtum zu messen und stattdessen am Reichtum an Zeit für sich selbst. Auf diese Weise könnte man das wachsende Armutsproblem lösen, indem man den Menschen statt Geld und Arbeit Zeit verspreche, die allerdings aus der Arbeitslosigkeit sich auch ohnehin ergeben müsste. So einfach geht es also nicht. Denn so lebten ja die Arbeitslosen in einem anderen Wohlstand durch einfache Umwertung. Aber was tun sie dann mit dieser gewonnenen Zeit? Kann man Zeit anhäufen wie Geld oder einsparen wie Geld? Jeder weiß ja, dass es gar nicht unendlich viel Zeit gibt, weder in jedem Leben noch am Tag. Diese Ressource ist vielmehr äußerst begrenzt, messbar und außerordentlich gleich für jeden und jede. Man hat unabhängig vom sonstigen Wohlstand 24 Stunden am Tag. Aber diese stehen zur Diskussion, wenn wir über Zeitwohlstand reden. Sie sind umkämpft. Es geht also im Grunde gar nicht um Zeit, sondern um die Verfügung über Zeit. Ausbeutung, so hat Marx gesagt, ist die Verfügung über fremde Arbeitskraft und also die Verfügung über die Zeit von anderen. Zeit gehört uns und zugleich müssen wir sie weggeben und eintauschen, indem wir sie als Arbeitszeit verkaufen, wollen wir leben und mitmachen. Aber Zeit ist auch zunächst eine ganz leere Formel, eine Hülle, in die hinein wir unser Leben formen, gestalten, genießen, soweit wir können. Wie weit es dann Liebe und Genuss ist, hängt also auch davon ab, wie viel Zeit wir dafür verbrauchen können. Die Worte ringen in einem Feld von Selbstbestimmung, können wir selbst über unsere Zeit verfügen und Fremdbestimmung. Wer verfügt eigentlich über unsere Zeit?
Das kann man, können wir eine Weile weitermachen, könnten wir ein ganzes Seminar machen und einander immerzu widersprechen. Ich versuche aber jetzt, euch damit zu beunruhigen als erstes, dass ihr die Lösung so schnell über Selbstbestimmung kriegen könntet, und nähere mich der Problematik auf pragmatische und ganz einfache Weise, indem ich den Standpunkt wechsle, die Seite wechsle. Ich betrachte jetzt nicht mehr die Zeit mit unseren eigenen verführbaren Augen in der Suche nach Selbstbestimmung, sondern blicke auf einen, der dem am drastischsten, für mich am drastischsten und modernsten, den Plan der Verfügung über Menschenzeiten gemacht hat, um da drin, wie er das gemacht hat, für uns die Fragen verstehbarer und eingreifender zu machen. Das ist Peter Hartz, bekannt durch die Hartz-Reform, unter deren Leid sich ja auch hier jede Menge Hartz-IV-Empfänger sein werden, ohne zu wissen, dass dieser Hartz den Posten als Designer für die Zukunft vieler bekam durch ein Buch, in dem er seine Pläne für Zukunft von Arbeit und Zeit schon ausgeführt hatte, mit dem Namen Job Revolution, sprach natürlich auch halb Englisch, wie das heute modern ist. Also dieses hatte er schon ausgeführt vor der Einführung von Hartz-Kommission und folgendem Hartz IV und pries dieses werbend an. Das Buch lohnt sich unbedingt zu lesen. Ich skizziere das in kurzen Zügen, weil es eine einzige Satire ist und weil der satirische Charakter dieser Vorschläge deutlicher macht, wie man auch Politik machen könnte. Ihr könntet das umsetzen und Theater daraus machen. Das ist wirklich wunderbar zu lesen. Die Satire wäre also hier zu nutzen, um den Kopf freier zu machen. Freier auch gegen Selbstverführung. Also ich beginne mit der Berechnung der Arbeitszeiten durch Peter Hartz. Man kennt die Rede, wen nehme ich an, hier auch von der Zweidrittelgesellschaft als Drohung. Das ist eine strukturelle Arbeitslosigkeit. Und langfristig müssen wir damit rechnen, dass ein Drittel der Bevölkerung aus aktiver Teilhabe ausgeschlossen wird. Fragt sich übrigens keiner genau, wo die dann hingehen. Hartz rechnet mit der damit verbundenen Angsthaltung und baut auf ihr die Legitimation für seine Vorschläge. Aber er dreht den Spieß um. Wir steuern keineswegs auf eine Zweidrittelgesellschaft zu, sondern wir leben schon heute in einer 10%-Gesellschaft. Weil das so unglaubwürdig ist und jeder jetzt denken könnte, das ist eine Fälschung von mir, zitiere ich das. Der Anteil der Lebensarbeitszeit am Leben ist bereits unter 10% gesunken. Seite 20. Kein Wunder ist das System in Krise. Der Trick in dieser überraschenden Berechnung steckt in dem Wort Leben. Hartz konzipiert den Menschen nämlich als eine Maschine, die rund um die Uhr und ihr ganzes Leben arbeiten könnte. Dann begibt er sich an die Berechnung der Stillstandszeiten und kann erkennen, dass diese Maschine nicht ausgelastet ist. Er berechnet vom Säugling bis 80 und sieht, der Mensch braucht sehr viel Zeit, bis er überhaupt zur Arbeit eingesetzt werden kann. Und auch dann setzt er aus, hat Urlaub, Wochenenden ist krank, verbringt Zeit mit Schlafen und Essen und allerlei Müßiggang, lieben vielleicht sogar. Und dann geht er auch noch in Rente und verbringt seine Zeit schon wieder nicht mit Arbeit. Und wenn man das alles zusammenrechnet, also von null an, kommt heraus, es kommt wieder ein Zitat, 40 volle Jahre im Beruf mit durchschnittlich 1400 Stunden effektiver Jahresarbeitszeit bei 80 Jahren Lebenserwartung mal 8760 Stunden pro Jahr sind gerade einmal 8% des Lebens. Auf dieser Grundlage, die fortan durch sein Buch geistert, kann Hartz Zumutbarkeiten diktieren, alternative Nutzung vorschlagen, Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit anmahnen. Bei 8% kann man keine Arbeiterklasse mehr denken, keine Gewerkschaft kann auftrumpfen. Arbeit ist vielmehr Nebensache im Leben der Menschen geworden. Gegenargumente werden durch Unterbieten erstickt. Es kommt ein unterbietendes Argument, wieder ein Zitat, zusammenfassen lässt sich kalkulieren, dass ein durchschnittlicher Arbeitnehmer faktisch nicht mehr als 5% seines Lebens für den eigenen Lebensunterhalt und den seiner Familie arbeitet. Der Boden ist jetzt bereitet, das ganz andere zu wollen. Hartz arbeitet mit den Gefühlen derer, die Veränderung wollten. Ihr zum Beispiel. Er übernimmt die Hoffnungsworte der sozialen Bewegungen und fügt aus ihnen das neue Angebot des Unternehmers zusammen, der ein jeder durch Wortzauber fortan sein kann. Das Stichwort ist,
dieses will ich ganz laut sagen, diese Sätze, damit, weil ihr die dann in eure Wohlstandsbesprechungen nicht reinnimmt. Arbeitszeitsouveränität, das Ende der Arbeitszeiterfassung ist der erste Schritt zu einer neuen Mündigkeit. Zeiten selbst organisieren, statt Auftrag und Aufgabe abzuarbeiten. Vertrauensarbeit ist der zweite Schritt. Ziele setzen und Erfolg abfordern, statt Details zu planen. Die Revolution beginnt mit dem dritten Schritt. Arbeit wird neu definiert. Sie umfasst wieder ein ganzheitliches Stück Leben. Lernen, produzieren, kommunizieren, etwas bewegen. Die zukünftige Arbeit bekommt den Motivator, beweg etwas, du kannst es. Das schrieb er vor Obama. 10 Jahre vor Obama, du kannst es nicht, erinnert euch daran. Der Unternehmer vor Ort nimmt das Schicksal seiner Beschäftigung mit in die Hand. Diese Neudefinition der Arbeit wird ein beherrschendes Thema der Zukunft. Das ist alles noch Peter Hartz, von dem ihr diese mickrigen Möglichkeiten des Überlebens habt. Gramsci, kennt jemand Antonio Gramsci nicht? Es meldet sich keiner mehr. Also Antonio Gramsci nennt solches Vorgehen eine passive Revolution. Die Utopie wird ins Diesseits geholt und erscheint genau dort, wo es uns an den Kragen geht. Diese Verwandlung, bei Hartz Flucht nach vorn genannt, verlangt Sportsgeist. Es gilt, die Unbequemlichkeit der Zukunft sportlich auszuhalten. Und welches ist dann der neue, von Hartz angezielte Arbeiter- und Menschentyp? Die Bestimmung erfolgt zunächst in Form einer Drohung. Die Job Revolution wird keine betuliche Entwicklung. Die Jobinhaber aus geschützten Positionen überleben könnten. Dramatisch wird sie für jeden, dessen persönliche Lerngeschwindigkeit und Beschäftigungsfähigkeit mit der Dynamik nicht mehr Schritt hält. Die Worte lassen wenig Zweifel, es ist eine Frage auf Gedeih und Verderb. Im Zentrum steht wie eine Art Rettungsanker ein neues Wort, Beschäftigungsfähigkeit. Als innere Tugend und verantwortliche Potenz taucht auf, dass man am Markt verkäuflich ist. Das Unternehmen einen einstellen, dass man also einen Arbeitsplatz findet. Das ist in dieser Radikalität gesprochen neu. Es ist das Diktat, sein Leben selbstbestimmt so auszurichten, dass man jederzeit und an jedem Ort auf jede Dauer einsetzbar wird wie eine Maschine, die zudem über zusätzliche menschliche Emotionen verfügt. Wenn dieses individuelle sich selbst entwerfen abgekoppelt bleibt von kritischer Gesellschaftsanalyse, das bin jetzt ich, handelt es sich für diesen Teil der arbeitenden Menschen um eine Art Superfordismus, aus dem die gesellschaftlichen, nämlich die wohlfahrtsstaatlichen Sicherungen herausgeschraubt sind. Das hat mit den bekannten Formen von Berufsausbildung und entsprechendem Abschluss nichts mehr zu tun. So heißt es kurz und bündig bei Hartz, der Wandel hat die Berufswelt abgehängt. Kein Berufsabschluss garantiert noch Beschäftigungsfähigkeit. So steht ihr jetzt im Nichts. Die Unterordnung der Einzelnen unter ihre Einstellbarkeit, also ihre neue Verwandlung in Waren, folgt, dass die Lebendigkeit der Subjektivität, die muss ja irgendwo bleiben, in die Außenwelt des Verkaufs gelangt. Dies wird sehr klar und wirksam ausgesprochen mit dem für das Amalgam von Politik und Werbung angemessenem Können, was Hartz hat. Jetzt kommt noch ein schöner Hartz-Satz, bald seid ihr erlöst aus Hartz, der hoffentlich auch ein Liebling von euch ist. Jetzt der schöne Satz, die Elektronikkompetenz wird zu einem entscheidenden Wertschöpfungstreiber der Branche. Ein anderer Zukunftstrend ist die Schaffung moderner Kundenwelten. Die neue Autostadt bietet Mobilität als Erlebnis, lässt Werte und Wissen sinnlich erfahrbar werden ohne Auto. Die Automobilmanufaktur Dresden, gleich um die Ecke, integriert den Käufer in die Vollendung seines persönlichen Fahrzeugs. Das Spitzenprodukt soll zum Event werden. Sich ihn zu gönnen, lässt das Geld darüber vergessen. Ein ebenfalls aus der Werbung stammendes sprachliches Mittel ist das Wort Bombardement. Neue Worte oder Worte in ungewöhnlichen Kontexten prasseln so schnell hernieder, dass es ganz ausgeschlossen ist, über Einzelne nachzudenken. Ein Entkommen bietet, einfach mitzumachen. Da gibt es Jobfamilien, Kreativnetze, eine Clusterbildung von Kompetenz und Engagement als Kerne mit Anziehungskraft, Lerninseln, Handlungskorridore, Vorsorgekapitale und ein Feuerwerk neuer Jobs
und so weiter und so weiter. Der neue Menschentyp, der in alledem geformt wird, benötigt eine neue Jobmoral, in der sich die Menschen nicht nur als Inhaber ihrer Arbeitskraft verstehen, sozusagen als Shareholder ihrer Human Assets, sondern die Verantwortung für ihre Beschäftigungsfähigkeit übernehmen, also sich als Workholder, als Bewahrer und aktive Entwicklung ihrer Chancen und Arbeitsplätze verhalten. Das ist immer noch Hartz auf Seite 41. Immer deutlicher wird, dass es der je Einzelne ist, wenn man so weit gefolgt ist, der die Misere des Arbeitsmarktes verschuldet hat und entsprechend auch als Einzelner die Lösung vorantreibt, der die Fäden zieht und ziehen muss, will er nicht einfach untergehen. An dieser Stelle ist es an der Zeit, sich an das Zeitkonto zu erinnern. Hartz hat vorgerechnet, dass die Einzelnen ja nur 5-10% ihrer Lebenszeit als Arbeitszeit verbringen, so folgt für die Qualität der Arbeit von euch. Diese verkürzte Zeit kann gerannt, gerackert und auf Biegen und Brechen geleistet werden. Mit entsprechender Einstellung und flexiblen Einsatzmodellen ließe sich eine Jahresnutzung von 6.000 bis 7.000 Stunden erreichen. Was auch die Maschinen und Anlagen, die es außerdem gibt, viel besser wirtschaftlich nutzen lässt. Soweit dieses Zukunftsmodell. Es steckt voller Tricks und Fallen. Das könnt ihr ja im Einzelnen noch diskutieren, auch wo ihr erwischt seid mit ähnlichen Worten. Ich habe das so ausführlich gebracht, weil darin die Fallstricke sind, zumeist aus dem Common Sense, auf die zu achten ist. Das ist das Setzen auf Selbstbestimmung, wie sie auch in der Forderung nach Zeitwohlstand anklingt. Die Falle ist, dass es um das je eigene geht, jeder wird Unternehmer, wo die Sache Verallgemeinerung gar nicht verträgt. Es kann ja gar nicht jeder Unternehmer werden, es sei denn, wir schaffen alle Arbeit für andere ab, zuvor. Eine Gesellschaft nur aus einzelnen Unternehmern, die sich nicht zusammentun und auch nicht selbstbewusst die vorhandene notwendige Arbeit teilen, sondern ganz offenbar für einen unbekannten Markt unterwegs sind, geht nicht. Es braucht also, soll das funktionieren, eine undurchschaubare Ordnung, die die freien Unternehmer an der Kandare hält. Das ist die erste Falle. Die zweite ist die Vorstellung, die sicher auch einen Anhänger findet, auch hier, es gäbe im Grunde gar keine notwendige Arbeit, deren Regelung eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Wieder werden Ross und Reiter in den Nebel des Ungewissen geschickt. Es hört sich entsprechend an, wäre da nicht die Hetze, die in den Worten rennen, rackern und rasen und die aufs Äußerste getrimmte Fremdverfügung, die im Menschen als Maschine durchschlägt, gehört worden wäre. Wir werden mit Ängsten und Wünschen, mit Gewolltem und Gefürchtetem hin und her getrieben. Offenbar braucht es einen anderen, halbwegs festen Standpunkt, von dem her wir jetzt bestimmen wollen, in welcher Perspektive wir unser Leben gestalten wollen und was wir dafür brauchen. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder einen neuen Standpunkt, der Kompass sein soll für weitere Überlegungen. Dieser Kompass soll also der gesellschaftliche Mensch sein, wir alle in unserer Gesellschaft. Jetzt kommt die angekündigte 4-in-1-Perspektive mit der Voraussetzung, ohne Vorstellung, auch wenn die nebelhaft ist und ungewiss, wie eine andere Gesellschaft eigentlich sein könnte, kann man schwer Politik machen, für die sich viele engagieren. Seit mehr als 150 Jahren gibt es die Arbeiterbewegung. Sie zielt langfristig auf die Überwindung entfremdeter Lohnarbeit und im Hier und Jetzt auf Kampf um Löhne, Tarifabkommen, Arbeitsplätze. Dagegen bestanden die Frauenbewegungen des 20. Jahrhunderts darauf, dass es mehr Arbeit gebe, als die in Lohnform verrichtete, dass Haus- und Familienarbeit sowohl Stätten der Unfreiheit seien, als auch solche der menschlichen Fürsorge und ihrer Zurkenntnisnahme, also grundlegend für ein Denken, das sich die Befreiung aller Menschen zum Ziel setzt. Bei Marx gibt es noch einiges mehr, das in den Kämpfen der beiden Bewegungen nicht ausreichend zum Vorschein kam, nämlich die Entwicklung eines jeden, sagt Marx, ist die Voraussetzung der Entwicklung aller. Das heißt, dass es auch Ziel von Befreiung sein muss, die in den einzelnen schlummernden Fähigkeiten zur Entfaltung kommen zu lassen. In Arbeiterbewegung, in Frauenbewegung, in der Frage der Selbstentwicklung eines jeden,
gibt es schließlich eine Voraussetzung, die so grundlegend ist, dass sie zu nennen schon fast überflüssig scheint, nämlich die Befreiung der Menschen kann nur von ihnen selbst unternommen werden, kann nicht für sie erstritten werden, kann nicht eine Tat von oben sein. Alle müssen Politik machen. Gegen den Überdruss, aber auch gegen die Mutlosigkeit bei zunehmender Zahl von Menschen, die gar nicht erst oder nicht mehr erwerbstätig sind, alle Veränderungshoffnung auf Lohnforderungen und auf die Sicherheit der Plätze derer, die noch in Arbeit sind, zu lenken. In diesem Überdruss, das fand ich irgendwie verkehrt, suchte ich nach einer Utopie, die solches Handeln nicht beiseite schiebt, die aber zugleich die Hoffnung der vielen anderen auch aufnimmt und auf ein menschenwürdiges Ziel ausrichtet. Die Kunst der Politik besteht dann nicht darin, das richtige Ziel auszumachen für alle und es dann durchzusetzen. Die Kunst der Politik besteht in der Verknüpfung, in der Erstellung eines Orientierungsrahmens, der die fragmentierten Kämpfe in einen Zusammenhang bringt. Es gilt also nicht, neue Arbeit aus dem Hut zu zaubern, sondern die vorhandene Arbeit gerecht zu verteilen. Das meint, dass wir uns alle menschlichen Tätigkeiten im Erwerbsleben, in der Reproduktion, in eigener Entwicklung und in der Politik auf die Einzelnen in gleichen Proportionen verteilt denken. Das waren vier, daher kommt der Name die vier in einem Perspektive. Dabei gehen wir zunächst von einem 16-Stunden-Arbeitstag aus. Ich glaube, die erste Forderung, die ich aufgestellt habe, war, wir wollen nicht weniger arbeiten, sondern mehr. Wir wollen 16 Stunden arbeiten. Damit sind wir einverstanden. Leider können wir dann nur 4 Stunden in der Erwerbsarbeit zubringen, weil wir von einem 16-Stunden-Arbeitstag ausgehen, in dem die 4 Dimensionen des Lebens idealtypisch gerechnet jeweils 4 Stunden Raum haben. Also nicht mechanisch, nicht mit Stoppuhr, sondern als eine Art Richtschnur. Im ersten Teil der Erwerbsarbeit wird sogleich offenbar, dass das Gerede von einer Krise, weil uns die Arbeit ausgeht, von einem äußerst restriktiven Arbeitsbegriff ausgeht. Vom Standpunkt des gesamten Lebens und seiner menschlichen Führung stellt sich das radikal anders dar. Leitlinie wird die notwendige Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit für alle auf 1/4 der aktiv zu nutzenden Zeit, also auf 4 Stunden. Und perspektivisch erledigen sich auf diese Weise Probleme von Arbeitslosigkeit. Wir haben dann weniger Menschen als Arbeitsplätze, mitsamt Prekariat und Teilzeitarbeit. Darauf komme ich noch zurück. Und wir können uns auf die Qualität der Arbeit konzentrieren, ihre Angemessenheit an die menschliche Verausgabung ihrer Fähigkeiten. Das ist dann gegen das Rennen, Rackern, Rasen. Der zweite Teil, die Reproduktionsarbeit, ist nicht bloß als Haus- und Familienarbeit zu begreifen. Sie beinhaltet die Arbeit an sich selbst und an anderen Menschen, was wir also als das Menschliche am Menschen zu nennen gewohnt sind. Eingeschlossen sind hier auch die Fragen der Kinder, der Alten, der Behinderten, der Kranken, aber auch der Freunde und Geliebten bis hin zum verpflichtenden Verhältnis zur Natur. Für die Reproduktions- und Familienarbeit bedeutet dies zuallererst, alle gehören da rein, also eine Verallgemeinerung. So wie niemand aus der Erwerbsarbeit ausgeschlossen sein kann, so auch nicht aus der Reproduktionsarbeit. Beides sollen Menschenrechte sein. Alle Menschen, Männer wie Frauen, können und sollen hier ihre sozialen, menschlichen Fähigkeiten entwickeln. Das erledigt den Streit ums Erziehungsgeld, ohne die Qualität der Arbeit, die hier geleistet wird, abzuwerten. Im dritten Bereich geht es darum, sich lebenslang lernen zu entfalten. Damit habt ihr ja schon angefangen. Das Leben also nicht bloß als Konsument, sondern tätig zu genießen und damit auch eine andere Vorstellung vom guten Leben entwerfen zu können. Oder anders, es sollte nicht mehr hingenommen werden, dass die einen viele Sprachen sprechen. Ich habe einen Freund, der kennt 17 Sprachen, ohne Akzent. Also die einen viele Sprachen sprechen, tanzen, musizieren, dichten, malen und reisen, sich weiter vervollkommnen, während andere froh sein müssen, wenn sie überhaupt lesen und schreiben können. Die Zahl der Analphabeten nimmt übrigens zu. Es geht darum, dass alle Menschen über ein Entwicklungspotenzial verfügen, das aus dem Schlummer des Möglichen ins Leben kommt und die Betätigung aller Sinne nicht mehr als Luxus erscheint, den sich nur Reiche leisten können, sondern dass ein jeder nach seinen Fähigkeiten leben kann. Dafür braucht es eigenen Raum und Zeit für Entwicklung.
Das ist, wenn der Mensch sich als Selbstzweck setzt. Der vierte Bereich, die Politik, verfolgt den Anspruch, dass Gesellschaft zu gestalten keine arbeitsteilige Spezialität sein soll, wobei die einen die Politik machen, während die anderen, das ist die übergroße Mehrzahl, deren Folgen ausbaden. Das muss ich ja gar nicht ausführen in dieser augenblicklichen Krise, wo niemand weiß, wo es lang gehen soll. Ist klar, dass Stellvertreterpolitik so nicht geht. Die vier Dimensionen menschlichen Lebens in einem alternativen Modell zu verknüpfen, ist der Umriss eines von Frauen formulierbaren, umfassenderen Begriffs von Gerechtigkeit, der seinen Ausgang nimmt bei der Arbeitsteilung und der damit verbundenen Zeitverausgabung, der also das Zeitregime in unseren Gesellschaften grundlegend anders gestalten will. Jeder Bereich, wenn er sich zum Fokus von Politik macht, kann jedoch einzeln für sich genommen reaktionär werden. Die politische können wir gerne durchbuchstabieren, wenn ihr das in der Diskussion wollt. Die politische Kunst liegt darin, die vier Bereiche zu verknüpfen. Das ist eine große Erleichterung, wenn man darauf kommt, dass das das Problem ist, dass sie gleichzeitig aufgerufen gehören. Keiner sollte allein verfolgt werden, denn einzeln lassen sich die Forderungen aus jedem Bereich in das herrschende Projekt vereinnahmen. Aber zusammengenommen deuten sie auf eine alternative Gesellschaft und zeigen zugleich die ersten Schritte. Das ist kein Nahziel im Ganzen, nicht heute und hier durchsetzbar. Doch kann es als Kompass dienen für die Bestimmung von Nahzielen in der Politik auch heute, als Maßstab für unsere Forderungen, als Basis von Kritik, als Hoffnung, als konkrete Utopie, die alle Menschen einbezieht. Auch bei Zeitwohlstand, habt ihr eben gehört, geht es um ein gutes Leben für alle. Das hört sich bescheiden an, ist jedoch, wie wir erneut in der Krise des Kapitalismus sehen, das Unverschämteste, das einem derzeit einfallen kann. Auf dem Weg dorthin gibt es enorme Hindernisse ökonomischer, politischer, kultureller Art und schließlich auch solche, die in uns selber liegen, in unseren Gewohnheiten vor allem. Ich gehe jetzt auf diese über, weil ihr dann viel besser mitarbeiten könnt als bei Sachen, die ihr nicht beeinflussen könnt. Die Gesellschaft, sagt Marx, findet nun einmal nicht ihr Gleichgewicht. 1875 schreibt er das, bis sie sich um die Sonne der Arbeit dreht. Dass die kapitalistische Gesellschaft im Ungleichgewicht ist, sieht jeder, auch dass das was mit Arbeit zu tun hat, selbst wenn sie selbst noch kurzfristig die Balance halten kann. Aber der Satzteil mit der Sonne der Arbeit rutscht auch wieder borstig herunter und liegt schwer im Magen. Er ruft Erinnerungen an Arbeiterlieder wach. Ich weiß nicht, ob ihr schon so alt seid, dass einige euch, dass ihr diese Sachen kennt, wie alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will, lauter Männer mit Helmen und so weiter, die seltsam deplatziert sich heute anhören, wo der Tastendruck oder der Touch regiert, ohne Stärke, fast schwerelos. Und zudem ist Arbeit lange schon vielfach in Verruf gekommen, mehr Last und Mühe als Freude und Genuss, also eher dunkel als hell, also nicht so richtig sonnig. Und doch gibt es ein Echo tief in uns, das die Sonne der Arbeit, die Kämpfe der Arbeiterbewegung weit überschreitet, ja in der Wirklichkeit auf das Gesamtprojekt der Menschwerdung zielt als gemeinsame Tätigkeit. Das heißt, wenn wir negativ das Wort Arbeit hören, haben wir schon die kapitalistische Form der Arbeit mitgemacht, während das die Sonne der Arbeit natürlich viel weiter geht als gemeinsame Tätigkeit der Menschen. In der Arbeit betätigen sich die Menschen, schaffen sich selbst, genießen das Leben, befriedigen ihre Bedürfnisse, entfalten ihre Liebesfähigkeit. So konkret sich das wieder anhört, so abstrakt erscheint es angesichts der Entwicklung der Arbeit unter kapitalistischen Bedingungen und vor allem in unserer gegenwärtigen Lage. Die Geschichte schreibt Antonio Labriola, jetzt frage ich nicht, wer den nicht kennt. Das ist ein italienischer Kommunist gewesen, gleiche Generation wie Gramsci. Die Geschichte also, schreibt er, der Arbeit könnte in einem Trauerspiel als Tragödie der Arbeit dargestellt werden. Das ist mein nächstes Projekt. Was die Menschen als gemeinsame Arbeit beginnen, ja ihre eigene Entwicklung wendet sich gegen sie, verstärkt die Herrschaft über sie. Je reicher sie werden, desto mehr fallen sie in Armut.
Im Laufe der Geschichte gestalten die Menschen nicht immer selbstbewusster ihre gemeinsame gesellschaftliche Arbeitskraft. Umgekehrt überfällt das von Menschen geschaffene hinterrücks die Einzelnen, als hätten sie nichts damit zu tun. Wir können eine lange Reihe solcher absurder Formulierungen sprechen und auch historisch begründet. Es ist sehr heilsam, das zu tun. Denn in der Arbeit kreuzen sich Herrschaft und Befreiung, Mühsal und Genuss, Entfremdung und Selbstverwirklichung, Entwicklung und Nichtentwicklung und Notwendigkeit und Freiheit. Die gehören alle da drin gebündelt. Und unsere Gesellschaft geht die Arbeit aus, rufen die seit etwa 30 Jahren, 1984 bis heute, wie lange ist das? 38 Jahre. Rufen seit 38 Jahren die Sozialwissenschaftler, als handle es sich um ein Bergwerk, das erschöpft ist. Sie bemühen sich, einen Gesellschaftszusammenhang anders zu finden, nicht über Arbeit, sondern vielleicht über Kommunikation oder über den Konsum und so das Trauerspiel in einem Wellnesscenter zu beenden. Das ist zwar Mainstream-Theorie, scheint sich aber praktisch zu bewahrheiten, denn inzwischen lehrt uns die Weltwirtschaftskrise das Fürchten. Die Meldungen über mehr und mehr Arbeitslose, täglich mehrere Tausend, wenn ihr das mal verfolgt, ist unglaublich, immer wieder neue Meldungen, jetzt werden wieder 17.000 entlassen und dort 3.500. Und man muss sich das praktisch vorstellen, das füllt die Nachrichten, Angst schleicht sich in die Herzen der vielen. In Spanien zum Beispiel, wo ich einen Teil meines Lebens verbringe, ist die Jugendarbeitslosigkeit 50%, stellt euch das mal vor. Konkret, jeder Zweite wird niemals den Eingang in die Gesellschaft finden. Und die insgesamt Arbeitslosigkeit ist 25%. Wann wird es uns treffen? Verzweifelt versucht man, sich an den Arbeitsplatz soweit noch vorhanden zu klammern, alle weiteren Wünsche zu vergessen und ist bereit zu allem. So wie in der Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren, dann tragen die Schilder, ich tue alles, für jeden Preis. Wo immer wir hinsehen, zeigen sich uns die Dinge doppelköpfig, denn Arbeitslosigkeit ist ja nicht einfach ein Mangel und Anzeiger für Armut, belegt, dass das Bergwerk leer ist. Sie ist nach der anderen Seite hier nichts anderes als der Nachweis, dass sich die Produktivkräfte der Arbeit so weit entwickelt haben, dass wir die notwendige Arbeitszeit für das Überleben erheblich reduzieren können. Sie zeigt also Reichtum an. Freilich nicht für diejenigen, die arbeitslos werden. Wenn gesellschaftlich weniger Arbeit für das Notwendige gebraucht wird, wären die Menschen freigesetzt, endlich die vielen Tätigkeiten aufzunehmen, zu denen aus purer Not in der Form der Überarbeit bislang die Zeit nicht gereicht hat. Dass sich die Menschen des Wenigerwerdens von notwendiger Arbeit nicht freuen können, dafür sorgt wiederum ihre kapitalistische Formbestimmtheit als Lohnarbeit. Nur wer seine 8 Stunden oder mehr sich zur Verfügung stellt, kann auf Anerkennung, entsprechende Entlohnung, Wertschätzung und Teilhabe hoffen. So bedeutet Arbeitslosigkeit eine Freisetzung als Beraubung, eine Tragödie, diesmal für die Arbeitenden. Solche Begriffe müsstet ihr, wenn ihr forschend tätig seid, immer zu bilden, wo immer das Gegenteil mit drin ist. Es stimmt immer. Und es sind Widersprüche und die machen produktiv im Denken. Wir gehen davon aus, ich habe ein langes 15 Jahre so ein Automationsprojekt forschend gemacht, dass wir inzwischen nur mehr einen Bruchteil an Arbeitsstunden für die gleichen Produkte einsetzen müssen und bei gewachsenem Niveau an Lebensstandard jedenfalls weit weniger als die Hälfte. Also 4 Stunden ist wirklich noch zu viel, aber das passt gerade in das Modell, es 4 Stunden zu machen. Für die notwendige Arbeit wäre das noch zu viel und es wäre auch weltweit durchsetzbar, weil sich die Produktivkräfte und das nötige Know-how in absehbarer Zeit verallgemeinern lassen. In dieser Situation, wo wir das wissen, viele wissen das, in dieser Situation fordert die bundesdeutsche Regierung, eines der reichsten Länder, das insbesondere in bittere Armut gefallen zu sein scheint, eine Verlängerung der wöchentlichen und vor allem auch der Lebensarbeitszeit mit der Behauptung, so Arbeitsplätze zu sichern. Die Widersinnigkeit dieser Behauptung ist so offensichtlich, dass Angst und Verzweiflung die Menschen taub und stumm gemacht haben müssen, dass sie nicht weithin hörbar aufschreien. Dabei hält die Regierung fest an einem Arbeitsmodell, das von einem 8-Stunden-Tag ausgeht, ohne dass für alle ein solcher Arbeitsplatz vorgesehen ist. Und ein erhöhtes Rentenalter, obwohl die über 55-Jährigen nicht mehr vermittelt werden können. Und auch jetzt gibt es keinen Aufschrei im Land, sondern weiter beherrscht Einschüchterung das Feld,
die die Einzelnen dazu bringt, zu hoffen, die Regierung wisse schon, was in der Krise zu tun sei. Dies gegen alle Erfahrung. Das ist euch auch aufgefallen, dass in der Krise diejenigen, die die Krise verursacht haben, am meisten Stimmen bekommen haben aus der Bevölkerung. Wie können und wollen wir in dieser Lage dann Politik machen? Wir agieren aus der Position der Schwäche, aus dem Nicht-Mainstream. Wir können andere nicht überzeugen, wenn sie das nicht selber tun. Wir wollen Menschen zum Nachdenken in eine Bewegung bringen, die sie selber wollen können. Wie macht man das? Wir wollen festgefahrene Politik, gewohnte Vorstellungen, eingerostete Identitäten unterwandern. Das bezieht uns alle ein und wie wir uns in den Verhältnissen eingerichtet haben. Also nicht die anderen sind so, sondern wir. Wie wir dann Losungen schmieden, etwa nach dem Recht aller auf einen Vollzeiterwerbsarbeitsplatz oder, wenn wir das nicht haben können, was ja jedermann weiß, wenn er einmal auf die Entwicklung der Produktivkräfte geblickt hat, beziehungsweise durchgerechnet hat, wie viel Zeit gebraucht wurde vor wenigen Jahrzehnten noch, als wir noch um die 38-Stunden-Woche stritten oder die 35 gar, wie viel Zeit damals es gebraucht hat, ein Auto zu bauen und wie wenig es jetzt ist, wie viele Autos schon überflüssig da sind, wie ökologisch schädlich sie sind und so weiter. Wenn wir dann die Richtung ändern und statt des Arbeitsplatzes wenigstens ein Grundeinkommen fordern. Wir sind jetzt viel bescheidener geworden, auf der anderen Seite kommen wir wieder heraus. Eine ganz bescheidene Forderung, die nur mehr ums bloße Überleben streitet und in einer entwickelten Gesellschaft darum ringt, dass alle ein Dach über dem Kopf haben und die Mittel für eine minimale Existenz ohne demütigende Kontrolle unterworfen zu werden. Mir ist das zu bescheiden. Ich arbeite immer mit den Grundeinkommensmenschen zusammen. Das werdet ihr wahrscheinlich auch gegen mich kritisch wenden, dass es mir zu bescheiden ist. Und sie haben die 4-in-1-Perspektive gern, aber ich das Grundeinkommen nicht gern genug, weil es nicht genügend zum Umdenken herausfordert. Es trifft uns nicht in unseren gewohnten Sicherheiten. Es erscheint vielmehr als eine Fortsetzung der seit dem Mittelalter gewährten Almosen und Armenspeise der Wohlfahrt von oben. Eingreifender, weil verknüpft mit den Mindesterwartungen an eine Zivilgesellschaft, scheint mir schon die Forderung von Rosa Luxemburg, dass, sie sagt, die sozialen Garantien des Lebens selbstverständlich sind für alle, damit sie in der Lage sind, sich um die lebenswerten und notwendigen Bereiche des Lebens zu kümmern und sich in die Politik endlich einzumischen. Das ist Luxemburg. Das finde ich sehr viel besser. Und schlage stattdessen folgende Losung für euch vor, Teilzeitarbeit für alle. Die Losung muss zunächst auf den empörten Widerstand der meisten treffen, vor allem derjenigen, die noch einen Vollzeitarbeitsplatz haben, auf dem sie sich eingerichtet haben, im Zeitverbrauch, in häuslicher Arbeitsteilung, im Lebensstandard. Lange wurde zudem gewerkschaftlich gegen Teilzeitarbeit gekämpft. Weitgehend erfolglos. Sie breitet sich aus. Wir kennen die Zahlen, 70% der Teilzeitarbeitsplätze haben Frauen inne, der Sektor ist enorm im Wachsen. Das macht ihren Ruf noch schäbiger. Teilzeitarbeit, das ist Armut, Ausweglosigkeit, es gibt kaum Sicherheit und schon gar keine Aufstiegsmöglichkeiten. Teilzeitarbeiten heißt nicht nur, keiner ernsthaften Arbeit nachzugehen, das heißt auch, als Gesellschaftsmitglied versagt zu haben. Soll also solche Politik das Elend der Teilzeitarbeiterinnen für die gesamte Gesellschaft beschwören? Jeder weiß, mit so wenig Einkommen kann keine auskommen, sodass sich weitere negative Einschätzungen an diese billigen Jobs heften, Zuverdienerin zum Beispiel, oder gar das Ressentiment, dass Teilzeitarbeit sich jemand nur leisten kann, die zugleich andere für sich arbeiten lässt. So habe ich, als die Krise begann, die Kommentare der Menschen aufgeschrieben und gebe euch einen dazu, ein Arbeiter, typisch für viele, als Kommentar zur Arcandor-Pleite. Ist das noch in Erinnerung? Ja, ne? Ist klar, dass es wurden hauptsächlich Frauen eingestellt und so weiter. Das war die erste große Pleite in der Handelskette, wo nicht überlegt wurde, wir wollen Opel retten und viel Geld da reingeben und eine Abwrackprämie machen, sondern Arcandor kann ruhig untergehen. Das sind hauptsächlich Frauen in Teilzeitarbeit drin. Und die Politik, die dagegen gemacht wurde, könnt ihr euch auch schon denken, dass das
Nein, das lasse ich jetzt weg, das könnt ihr alles selbst entfalten. Jetzt der Arbeiter. Wenn Frauen, wie ich eben gesagt habe, 70% aller Niedrigjobs übernehmen, spricht dies nicht gerade für ihre Bereitschaft, berufliche Verantwortung zu übernehmen, sondern eher für die Möglichkeit, sich den Luxus leisten zu können, etwas für sich hinzuzuverdienen, das für Kosmetik auszugeben und ansonsten den Partner für sich arbeiten zu lassen. Abgesehen davon übernehmen doch Männer 70% aller Überstunden und 100% dieser ganzen lebenszeitverkürzenden Jobs. Da könnt ihr unglaublich viel Arbeitsplätze drin sehen, was dort alles quer gelaufen ist und in unglaublichen Vorurteilen zusammengeballt ist, wo ihr überall Politik machen müsst. Schlechter Ruf, zu wenig Geld, keine Sicherheit, keine Anerkennung, keine Aufstiegsmöglichkeiten. Kurze Zeit, Teilzeit, kurz Teilzeitarbeit scheint auf den ersten Blick genau das, was wir nicht wollen. Arbeit als sinnloser Job, bloße Kräfteverausgabung gegen ein kleines Entgelt Restarbeiterin in einem ohne uns laufenden System. Wir kennen also alle, wenn wir könnten das noch weitermachen, es wird euch noch mehr einfallen, die Argumente gegen Teilzeitarbeit. Aber Teilzeitarbeit für alle ist nicht einfach eine unwillkommene Anerkennung jetziger Teilzeitarbeit und eine Absage an die Kämpfe dagegen. Es ist eine Stolperlosung. Schon nach wenigen Sekunden merkt man, dass der Satz unsinnig ist. Teilzeit für alle kann nicht länger Teilzeit sein, verwandelt sich sozusagen beim Sprechen in Vollzeit und stiftet sogleich an, über Vollzeit nachzudenken. Der Begriff bläht sich bedrohlich auf und verschlingt unser Leben. Wollen wir wirklich diesen 8 Stunden Erwerbsarbeitstag womöglich mit Überstunden? Rennen, rackern, rasen, wie Peter Hartz das schon früh für uns vorsah? Ausgepowert und abgeschlafft am Abend, keine Zeit für Familie und Freunde, für Kultur und schöpferische Muße, nicht für Liebe, nicht für Politik. Das wollen wir für uns machen lassen. Wie wäre es, die geringe Achtung, die die Teilzeitarbeit hat, auf die Vollzeitarbeit zu verschieben und die Kraft darauf zu richten, die Minderwertigkeit der Teilzeitarbeit zu ersetzen, zunächst durch Aufwertung und Erkämpfung aller Rechte. Einmal in Bewegung gekommen, können sich alle daran setzen, sich einen neuen Arbeitstag anzuprobieren. Wie wäre es, wenn man in der herkömmlichen Erwerbsarbeit nur 4 Stunden zubrächte und über die frei gewordene Zeit selbst verfügen könnte, statt andere einseitige Verfügung zuzulassen? Das Leben ist ja mehr als Erwerbsarbeit. Ihre Bedeutung gehört unbedingt abgewertet. Das Miteinander, die Aufeinander-Angewiesenheit, braucht unbedingt mehr Zeit. Nennen wir sie fürsorgende Zeit für Kinder, Alte, nächste Freunde und für alles Lebendige um uns, das mehr und mehr verkommt. Dass wir das nicht so ohne weiteres verschieben können, stößt auf die politökonomische Grenze der Kapitalverhältnisse. Noch lassen sich größere Profite erringen, wenn weniger Menschen länger arbeiten und ihre Leben ganz den Kompetenzen, die es zum Profitmachen braucht, verschreiben. Aber wir könnten als anzustrebendes Ziel uns vorstellen und einfordern, dass auf jedem Vollzeitarbeitsplatz 2 Menschen sich die Arbeit teilen. Die neuen Halbzeitarbeitsplätze sollten langfristig am besten quotiert sein nach Geschlecht. Das bringt die unterschiedlichen Erfahrungen humanisierend ein. Ich sage euch auch, von wem ich das habe. Das ist von den in Chiapas, ihr kennt doch die Zapatistas in Chiapas, die kennt ihr alle. Nicht Gramsci, aber die Zapatistas schon. Da ist im Manifest, was die Frauen von Chiapas entworfen haben, das, wo man viel, viel Gutes lernen kann, zum Beispiel, dass es nicht darum gehen kann, die Kultur der Indigenas durch die NATO heilig zu sprechen, weil da nämlich Frauenunterdrückung drin enthalten ist. Also wollen sie das nicht. Und die schlagen vor, dass sämtliche Stellen in der Gesellschaft von beiden Geschlechtern besetzt sind, weil die unterschiedliche Erfahrungen haben und Unterschiedliches also einbringen können. Und ich dachte, wenn die so weit denken können, warum nicht eigentlich wir? Die Halbzeitarbeitsplätze also quotieren nach Geschlecht, das bringt die Erfahrungen humanisierend ein. Gemeinsam kann die Qualität der Erwerbsarbeit verbessert werden. Es sollten gute Arbeitsplätze sein und ihr Zuschnitt nicht so, dass alles Schlechte auf einem Haufen landet und auf dem anderen nur das qualifizierte, herausfordernde, kreative. Das habe ich für euch so formuliert, weil ich das einmal in Leipzig vorgestellt habe und
Da gab es viele, viele qualifizierte Menschen, die das einerseits begeistern fanden, anders sagten, das ist etwas für die Massen. Wir qualifizierten Arbeiter müssen unsere ganze Zeit in unsere wunderbare Tätigkeit geben, weil wir so lange dafür uns ausgebildet haben. Die Gesellschaft hat uns ausgebildet und das kann also nicht verkürzt verausgabt werden. Nur die Massen können die für in einem Perspektive leben. Das ist eine Absage an die Qualität der Arbeit, die die anderen haben. Das hört man hoffentlich. Also nur das qualifizierte, herausfordernde, kreative auf einem Haufen und auf dem anderen alle Massenarbeit. So nicht. Es ist klar, dass es für einen anderen Zuschnitt der Arbeiten ebenso die Zustimmung aller braucht, wie eine Politik um Arbeit, die das auch verfolgt. Solche Veränderung der Arbeitsteilung braucht die Veränderung der beteiligten Personen. Selbstveränderung, die man selbst in die Wege leitet. Diese außergewöhnliche Humanisierung, die so in die Einzelarbeiten käme, setzt sich fort in der Zuständigkeit aller für die Lebensreproduktion, welches ja die Entfaltung sozialer Fähigkeiten bedeutet. Veranschlagen wir dafür weitere 4 Stunden, es ist nicht einzusehen, warum diese Menschlichkeit nur dem weiblichen Geschlecht zukommen soll. Es betrifft ja alle Männer im Sinne einer Bereicherung ebenso. Da Ökonomie und Politik gegen solche Verschiebung an den alten, jetzt in große Krise geratenen Verteilungen festhalten wollen, liegt es unmittelbar auf der Hand, dass die Einrichtung der Gesellschaft, was wir Politik nennen wollen, von allen gelernt und gemacht werden muss. Das kann nur als Experiment gehen. Dafür brauchen wir weitere 4 Stunden, um die verfahrenen und in einer Sackgasse steckende Gesellschaft in eine lebendige demokratische Gemeinschaft zu verwandeln. Ohne diese Zeitverfügung geht das nicht. Und jetzt erst, nachdem diese gesellschaftlich notwendigen Dinge, das sind 3x4, geordnet sind, können wir auch daran gehen, die Träume unserer Jugend, das, was in uns schlummert, in die Wirklichkeit zu bringen und in Muße und Genuss, in Anstrengung und Freundlichkeit, uns selbst also als Zweck zu setzen. In dieser 4-in-1-Perspektive wird selbstverständlich klar, dass Teilzeitarbeit für alle die absolut notwendige Losung ist. Sie ist selbst ein Lernprozess, eine Herausforderung an uns alle, die uns zum Nachdenken über unsere Gewohnheiten und Vorurteile anstiftet, die sogleich eine Selbstveränderung in Gang setzt, die uns bewusst macht, dass wir ein anderes Zeitregime für unsere eigene Lebensweise brauchen, das wir gemeinsam erstreiten. Formulieren wir die Forderung jetzt um in die einfache Forderung nach radikaler Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit, die jeder mit Kraft und Leidenschaft zustimmen kann, weil wir die anderen Stunden brauchen, für die Freiheit einer bewussten Verfügung über ein gemeinsames Humanisierungsprojekt, in dem klar ist, dass es keine Herabwürdigung des Lebens und der Personen ist, einer Teilzeitarbeit nachzugehen, sondern die einzige Möglichkeit ihrer Würdigung als Menschen. Teilzeit ist die neue Vollzeit, womit beide Begriffe aufgehört haben, etwas sinnvoll zu bezeichnen und beständig zu sein. Die sind also in Bewegung. An ihre Stelle rückt die Forderung nach einem menschlichen Leben mit Zeit für die Erledigung des Notwendigen, des sich kümmerns um Leben und seine Bedingungen, um die eigene Entwicklung und um die notwendige Muße und die politische Gestaltung und Einrichtung der Gesellschaft. Teilzeitarbeit für alle ist eine Losung, die ständig beraten werden will. Sie ändert das gültige Zeitregime, sie löst das Problem der Arbeitslosigkeit, sie zielt auf Frauengleichstellung, auf die Verbesserung der Arbeiten, auf ein gutes Leben, auf eine Einmischung aller in die Politik. Und so erst fallen Selbstveränderung und Veränderung der Gesellschaft zusammen. Und Zeitwohlstand wäre dann für euch als versuchsweise Formulierung kollektive Selbstverfügung möglicher Menschen in einer von uns veränderten Gesellschaft.